Hallo Freunde, ich bin Boris. Seit über 15 Jahren arbeite ich in der IT und darüber hinaus seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr. Seit Anfang der 2010er als Gruppenführer und Fachbereichsleiter. Meine Tochter und Corona brachten mich zum Bushcraft und ich freue mich darauf, euch auf meine Touren mitzunehmen. Meine Mission, gemeinsam mit euch den Stecker zu ziehen. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin aktuell auf dem Weg zu meinem Kumpel Gilsi. Wir haben eine Mission, eine Aufgabe. Wir haben nämlich ein Missverständnis zu bereinigen. In einem meiner ersten Videos ist nämlich folgende Szene aufgetaucht. Oh, der Bär Gilsi. Nicht Bear Grylls, sondern Bear Gilsi. Ich habe tatsächlich Kommentare erreicht, ne, im Sinne von, hey, der Diplom-Ingenieur, kann der da mal Holz hacken, den kannst du auf Tour nicht gebrauchen. Ja, dass dem nicht so ist, werden wir heute unter Beweis stellen. Boris Grabmeier, seit 25 Jahren in der IT-Branche und seit 55 Jahren Gruppenführer und für, ihr wisst schon was, alles in der Feuerwehr. Warte mal, ist das nicht gerade ein bisschen anmaßend? Was? Mein Kumpel, der Gilsi, der hat sich letztes Mal an der Isar total blamiert, weil der hat nämlich nicht gewusst, dass man als trottliger Ingenieur gar kein Holz auf weichem Untergrund hacken kann. Und deswegen sind wir heute hier mal in so einem spießigen Reihenhausgarten, haben uns da ein ordentliches Stück Holz hingestellt. Safety first. Und jetzt zeigen wir euch mal unter Beachtung der Sicherheit natürlich, also extra mit der Kameramann trägt extra Helm und ich habe meine Sicherheitsgartenschuhe an. Wie man mit einer Spaltaxt so ein Stück Holz wirklich richtig zerlegt. Und dafür umfasst man die Axt ordentlich mit beiden Händen und dann. Komm! Und nochmal. Sind ja schlaue Leute, weil, wie der Boris nämlich immer sagt, wenn du meinst, du hast genug Holz, dann geh noch mal los und hol noch mehr Holz. So. Und dann haben wir jetzt hier noch das kleine und damit zeigen wir es euch auch noch mal. Das ist besonders praktisch für unterwegs, ist keine Spaltaxt, aber damit kann man auch schön entästen, wenn es sein muss. Und Betoning, ja. Betoning. 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 Ja, genau. Betoning. Nächste Disziplin, Betoning. Moment, leck mich am Arsch. Das kannst echt keinem zeigen. Du willst doch Zuschauer auf deinem YouTube-Kanal, ja? Oder? Wenn du YouTube machen willst, musst du lustig sein. Kannst du nicht immer nur ernsthaft. So ist es. So Leute, jetzt noch Boris Spartipp. Wenn ihr nämlich schon die 8,99 € für die Bratpfanne ausgegeben habt, das Video blendet er euch nochmal hier ein, da oder da unten oder wo auch immer, dann gibt es noch die Methode Betoning, um zum Beispiel kleines Anzündholz zu generieren. Und dann kann man hier einfach lustig irgendwie Holz durchhacken mit einem Messer, das man dann eben verwenden kann, wenn man ein Feuer erstmal anzündet. Und dann legt man die großen Prügel oben drauf und alles ist gut. Dann könnt ihr auch die Bratpfanne, 8,99 €, das Fazit schiebt der Boris auch noch hinterher, dann einsetzen und da eure Würstel und euer Chili con Carne brutzeln in der Wildnis an der Isar. So, in diesem Sinne. Ja, Freunde, mich hat es überzeugt. Mich darf der Gilsi auch zukünftig auf den Touren weiter begleiten. Wenn es euch überzeugt hat, ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wollen hört beim Machen auf. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid spitze. Ciao. Ciao.